Viertens, hallo und herzlich willkommen zur West Talk Runde, jeweils um 20 vor. Heute bei uns zu Gast zwei Models aus dem Penthouse. Zur Rechten Simone aus Mannheim und zu meiner Linken Elke aus Hannover. Elke, im Penthouse, was warst du da? Ja, ich war 1987 das Mittelmädchen im Penthouse. Das war im Oktober und 88 im Juli auf dem Titel. Das habe ich schon mal gehört. Da scheint es große Unterscheidungen zu geben, ob man einmal so dieses Klappding in der Mitte, das ist das, was sich dann die Soldaten meist doch in den Schrank hängen, oder das Titelmädchen. Was ist denn die besondere Auszeichnung, das Titelmädchen zu sein oder dieses Klappmädchen? Also normalerweise, wir haben beides zusammen produziert, es ist halt nur der Titel später drauf gekommen. Das ist eigentlich das Gleiche. Der Unterschied ist vom Mittelmädchen zu den anderen, die davor sind oder danach. Das ist eigentlich nur ein Unterschied des Poster und halt, dass in der Mitte ein bisschen mehr Steckbrief drin steht. Ah ja. Nun ist es ja oft so, dass die Mädels, die im Penthouse waren, dann irgendwie so als Sprungbrett auch benutzen können, das Ganze für eine internationale Karriere. Hast du über diese Arbeit auch Kontakte ins Ausland bekommen zum Beispiel und schon mal im Ausland als Modell gearbeitet? Ja, ich habe es halt vorher, habe ich es nur nebenbei gemacht und seit ich im Penthouse war, mache ich es hauptberuflich und es läuft eigentlich sehr gut. Für mich war es wirklich ein Sprungbrett. Und im Ausland habe ich auch schon gearbeitet, in Amerika, auf den Malediven, da sind halt so Fotoproduktionen für Bademoden und so weiter. Sowas mache ich hauptsächlich. Bademoden, Wäsche, Körperkosmetik und so weiter. Wo kann man dich denn da sehen? Du sagst Bademoden, ist das für Kataloge oder für welche Art Publikationen werden diese Aufnahmen gemacht? Ja, es ist viel für Kataloge, zum Beispiel so Körperkosmetik ist für einen Douglas-Katalog oder für Duschgel irgendwelcher Firmen. Und Kataloge, Prospekte, Anzeigen, Werbung, alles Mögliche. Manchmal sehe ich es selber nicht. Gut, zu meiner Rechten Simone aus Mannheim. Simone war auch Penthouse-Mädchen und hat auch schon an einem Video mitgespielt. Und das ist leider oft so, finde ich zumindest, dass also Popstars sich mit irgendwelchen Damen im Hintergrund schmücken. Simone, ja, die schmückte die beiden Herren von Milli Vanilli. Kannst du mal über die Dreharbeiten zu dem Video was erzählen? Ja, also die Dreharbeiten, das war in London und es war dann 8 Tage und es war eigentlich ganz toll. Wir sind da an verschiedene Orte gefahren und da wird eben überall etwas produziert und ich meine, am Schluss sind das eben nur 3 Minuten, die da gezeigt werden, aber das Ganze dauert eben länger und ich habe mich auch mit denen ganz gut verstanden, es war ganz okay. Film, das ist der Einstieg oft auch nach einer Modellkarriere, man fängt an als Modell im Penthouse und landet dann irgendwann beim Film. Heike hat auch in einem Film mitgespielt, in dem letzten Film von Uwe Ochsenknecht. Kannst du mal sagen, was für ein Film das war? Ja, das war ein Film, der heißt Die Stimme, wurde englisch gedreht und dann deutsch synchronisiert. Und der lief jetzt, zumindest in Hannover und in Hamburg, in Norddeutschland im Kino. Wie es hier im Ruhrgebiet ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, er läuft noch oder ist gerade gelaufen. Also ein Film mit Uwe Ochsenknecht, das ist der eine von den beiden, die auch bei Doris Dörries Männer mitgespielt haben. Und da hat die Elke auch mitgespielt. Simone, ihr seid auf der Essener Modeshow die ganzen 10 Tage. Was treibt ihr hier? Wir machen ein Fotoposing und das ist 4-mal am Tag um 11, um 1, um 3 und um 17 Uhr. Und das ist direkt am DNW standen. Das sind rechts und links so kleine Bühnen und dann posieren wir eben da ein bisschen für die Fotografen, für die Leute. Und sonst tun wir diese Prospekte verteilen für D&W. Ist ganz lustig. Also D&W, das kann man vielleicht nochmal ansagen. Die Mädels sind hier engagiert von der Firma D&W, auch in Halle 8, ein Stück weiter runter, 4-mal am Tag Posing. Das heißt schlicht und ergreifend, sie stellen sich dahin, posieren ein bisschen nett und alle haben die Möglichkeit, sie dort zu fotografieren. Es sind noch ein paar Kolleginnen von ihr da, zum Beispiel Heike, die da unten sitzt und jetzt gerade wild auf die Monitore schaut. Die beiden hier und noch ein paar andere. Es herrscht ja oft das Klischee vor, gerade so hier, Yamaha sehe ich, da hinten haben wir Kawasaki, Motorrad, dass Fotomodelle auch dementsprechende Typen haben. Die haben dann eine große Maschine, die haben die Brust frei, Goldkettchen behängt. Auf was für ein Typ Mann stehst du? Also Motorräder mag ich schon gar nicht, weil ich sehr, also große Angst habe. Ich möchte auch nicht hinten drauf sitzen, das fällt mir einfach zu schnell und es ist für mich, ist einfach kein Schutz. Also mag ich auch nicht unbedingt die Männer oder diese Rocker oder wie immer sie heißen. Ob einer behangen ist mit Schmuck, es ist für Geld ist nicht alles, also ist meine Meinung. Ob er jetzt behangen ist oder nicht, das spielt dann weniger eine Rolle. Wenn ist es okay, aber wenn nicht, ist es genauso gut. Also interessiert mich nicht. Es kommt ja auf den Mann drauf an und nicht, ob er eine dicke Kette um den Hals hat.
Die Frage möchte ich gleich weitergeben, weil ich denke mal, dass das viele unserer Zuschauer auch interessiert. Elke, wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich mag zwar Motorräder, aber ich hatte halt mal einen Motorradunfall und seitdem fahre ich auch nicht mehr. Ich war auch schon drum und dran, Motorradführerschein zu machen. Also ich war sonst nur Beifahrer, aber mache ich auch nicht mehr. Was mich nochmal interessieren würde, normalerweise ist es bei euch so als Modelle, da ist ein Fotograf und vielleicht ein Team von 2, 3 Leuten, was dann Aufnahmen mit euch macht, einen ganzen Tag, in der Regel ja an schönen Stränden oder in irgendeinem Atelier. Hier steht ihr und posiert vor einer Menge von Leuten. Ist das ungewöhnlich? Ist das ein anderes Gefühl? Also nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, dass das ein anderes Gefühl ist, weil wenn man irgendwo draußen fotografiert wird, da sammelt sich genau so eine Menschenmasse an und alle gucken und man darf halt als Model sich wirklich nur für den Fotograf interessieren und wirklich nur in die Kamera gucken. Die anderen Leute dürfen einen auf keinen Fall interessieren, egal ob man da jetzt wenig angezogen oder viel angezogen ist, egal, das sind wir gewohnt. Gut, das seid ihr gewohnt. Zum anderen seid ihr natürlich auch Frauen, die von Männern dann, ja Gott sagen wir mal, sehr intensiv angeguckt werden, begehrenswert. In diesem Bewusstsein sitzt man da ja auch, in diesem Bewusstsein posiert man da ja auch, ansprechend für Männer zu wirken. Habt ihr das gelernt oder wie ist das bei euch entstanden? In der Regel ist es ja so, man wird irgendwo entdeckt, wird dann Penthouse-Mädchen und steht dann auf dem Schlag in der Öffentlichkeit. Wie geht man damit um? Wie lernt man das? Also das weiß ich jetzt gar nicht, was ich drauf sagen soll, wie man das lernt. Ich glaube, wenn man, weder man kann es und so wie auch Elke schon gesagt hat, es muss einem einfach egal sein. Und ich schaue eben gar nicht jetzt dahin, wie viele Leute da stehen oder traue mich da nicht. Also dieses Gefühl kenne ich ja nicht. Das kommt mit der Zeit einfach. Also ihr seid da ganz offen, was das anbelangt. Gut. Essener Motor Show 1989, gut, ihr seid 4-mal am Tag zu sehen bei D&W, ansonsten werdet ihr ja auch mal so durch die Hallen schauen. Was interessiert euch denn zum Beispiel, wenn ihr hier so durch die Essener Motor Show schlängelt? Also bis jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit, durch die Hallen zu gehen. Ich werde es sicherlich mal am Wochenende tun, aber bisher waren wir halt nur immer am Stand. Und was interessiert dich, was würdest du gern sehen? Schnelle Autos, witzige Autos? Ja, schnelle Autos interessieren mich schon, Porsche und naja, halt alles, was dazugehört, der Umbau von Porsche ist halt mein Lieblingsauto und irgendwann werde ich hier auch sicherlich nochmal einen Stand finden, wo ich ein bisschen gucken kann. Ihr seid ja nun nicht aus Essen, Simone kommt aus Mannheim, Elke kommt aus Hannover, was treibt man denn so abends 10 Tage lang in Essen? Im Hotel und schlafen. Also wir gehen eigentlich, wenn wir von der Messe fertig sind, dann gehen wir ins Hotel und gehen eigentlich schön essen, dann sind wir froh, wenn wir uns abschminken können und ins Bett legen. Also groß weg waren wir bis jetzt noch nicht. Wir werden es heute oder morgen, werden wir doch uns mal ein bisschen in Essen umgucken. Gut, also ins Bett legen werdet ihr euch jetzt auch noch nicht, denn ihr habt noch einen Termin hier und zwar um 17 Uhr in etwas über einer Stunde. Dann stehen die beiden nebst ein paar Kolleginnen hier in Halle 8 ganz hinten durch bei D&W. Und da kann man sie fotografieren. Kleinen Tipp für die, die noch keine Kamera haben. Es gibt Firmen hier, Fotofirmen, die Kameras verleihen. Einen Freifilm kann man machen für 10 Minuten, geht dahin, macht ein paar nette Aufnahmen und dann nimmt man den Film mit und hat eine schöne Erinnerung an die Essener Motor Show 89. Ich bedanke mich recht herzlich bei Simone aus Mannheim und bei Elke aus Hannover, 2 Penthouse Girls, dass ihr Zeit gehabt habt, bei uns hier vorbeizuschauen. Bei uns geht's weiter in einer Stunde mit dem nächsten West Talk und wer Lust hat, kann bis dahin die West testen. Oder er kann auch spielen an unseren Telespielen rechts und links von der Bühne. Schönen Dank für Ihr Interesse. Ja, wir sagen schönen Dank an unsere West Talk-Runde.